Menstruationstasse, ein Thema, wo ich schon lange ein Video dazu machen wollte. Guten Morgen! Ja, ich hatte das schon lange auf der Agenda, aber ja, dann hatte Hannah ein entsprechendes Video vor mir gemacht, was ihr oben in den Infokarten findet, oder beziehungsweise unten in der Infobox, und das Thema, ja, ist bei mir so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber nun bin ich auf eine Umfrage gestoßen, die das Thema in mir neu entfacht hat und aus einem anderen Blickwinkel betrachtet hat lassen. Und entsprechend möchte ich meine Begeisterung für diese Menstruationstasse mit Euch teilen. Denn genau wie es keinen wirklichen Grund außer die Bequemlichkeit gibt, nicht auf eine pflanzliche Ernährung umzustellen, so gibt es auch keinen Grund, nicht mal der Menstruationstasse eine Chance zu geben, außer eben die Umgewöhnung. So. Jede Frau kennt die Problematik bei Binden und insbesondere auch bei Tampons, dass diese eben nicht nur das Blut aufnehmen, sondern eben auch generell die wertvolle und kostbare Scheidenflüssigkeit. Ein Video zu Tampons und dass in ihnen auch häufig das Pflanzengift Glyphosat zu finden ist und entsprechend generell davon abzuraten ist, aus vielen Gründen, das habe ich euch ja schon einmal vorgestellt, also das auf jeden Fall auch mal gucken. Aber was bedeutet es denn für die Sexualität, wenn die Frau trocken ist und der Körper den ganzen Tag Scheidenflüssigkeit nachproduziert, um ja, die ständige Aufnahme durch das Tampon ja, auszugleichen? Eben. Sexualität wird schmerzvoller. Der ein oder andere mag das zwar auch erregend finden, aber die Masse an Menschen lieben es, wenn es flutscht. So, dazu kommt eben nicht nur die Trockenheit, sondern auch das Wohlgefühl der Frauen, was ja für den Start oder die Initiierung eines sexuellen Erlebnisses mit dem weiblichen Geschlecht meist auch von entscheidender Bedeutung ist. Man hat nun in einer großen Umfrage von 1500 Frauen, denen man eine Menstruationstasse vor den Latz geknallt hat, diese nun ausgewertet. Die Umfrage verlinke ich Euch unten auch in der Infobox. Über ein Viertel der Frauen haben tatsächlich eine signifikante Verbesserung ihres Sexuallebens festgestellt, nur weil sie die Menstruationstasse benutzen, eben vor allem aufgrund der verringerten Trockenheit und ja, der natürlicheren Scheidenflora. Die Hälfte der Frauen schliefen zudem auch nachts besser als mit Binde oder mit Tampon. Und besonders gravierend, fast alle Frauen in Zahlen 84% fühlen sich wohler während der Periode und der Knaller, 78% der Frauen auch außerhalb der Periode. Das bedeutet, diese gesteigerte Natürlichkeit in der Periode wirkt sich auch außerhalb der Periode auf den Körper aus. Ich meine, wenn wir nicht alle so elend konditioniert werden und so dermaßen von falscher Hygiene getrieben werden, dann könnten die Frauen es sogar auch einfach fließen lassen. Mein Gott, es ist nur Blut und trocknet meistens sowieso, wenn es das Bein runterläuft und versaut dann nicht den billigen Büroteppich. Aber es gilt als unanständig, als unhygienisch und was weiß ich nicht mehr. Und ich weiß schon wieder, einige von Euch werden jetzt sagen, ah Christian, jetzt hör doch mal auf. Es ist so krank, dass man natürliche Körperfunktion bewusst stoppen will. Da kann nur Unsinn rauskommen. Ich warte sowieso noch auf den Tag, wo wir alle einem Stöpsel im Arsch tragen, damit wir nicht mehr pupsen können. Aber zurück zur Tasse. Unabhängig vom Sexualleben und der generellen Zufriedenheit mit der Tasse gaben in der Umfrage ein Drittel der Frauen an, weniger Krämpfe in der Periode durch die Nutzung einer Menstruationstasse zu bekommen. Und ganz wichtig für die Hygienefanatiker und Sauberkeitsjunkies. Zwei Drittel aller Frauen bemerkten, dass sie mit einer Menstruationstasse weniger unangenehm riechen als mit Tampon oder Binde. Ja, auch das ist normal. Wisst ihr, was in so einem Tampon und auch in den Binden da drin ist? Was ihr euch in euren sensibelsten Bereich eurer Weiblichkeit reinklemmt? Gebleichte Baumwolle, Dioxine, Kunstseide, künstliche Aromen, Pestizide. Jetzt mal ernsthaft, das geht einfach nicht. Die Mehrzahl der Frauen in meinem Freundeskreis nutzt bereits die Menstruationstasse und ist extrem zufrieden damit. Ich habe Euch mal die preiswerteste und die mit den besten Bewertungen bei Amazon unten verlinkt. Ja, die unter anderem auch zwei meiner Freunde nutzen. Und es geht nicht nur darum, dass man sich auch wohler und natürlicher fühlt, sondern es kommt noch dazu, Menstruationstassen können bis zu 12 Stunden getragen werden, während man beim Tampon sagt, mit meiner 8 Stunden solltest du wechseln, also Hygienegründen. Ne? Man spart auch massiv an Geld. Während man für 10 Jahre Menstruationstasse 30 Euro bezahlt, zahlt man in derselben Zeit 600 Euro für Tampons und Binden. Das ist 20-facher, wenn ich jetzt richtig überschlagen habe. Und
Müllvermeidung. Eine Tasse entspricht 3250 Tampons. Wisst ihr, was das für ein Berg von Müll ist, den ihr da vermeidet? Also auch wenn ich ein Anhänger einer schmerzhaften Penetration bin, so muss man doch ganz klar attestieren, dass eine Menstruationstasse einfach unglaublich viele Vorteile hat. Also unbedingt ausprobieren, und wenn ihr nicht wisst, wie ihr euch diese Tasse einführen sollt, eine Hemmung habt, dann sei nochmal auf Hannas Video hingewiesen. Sie zeigt sehr, sehr eindrucksvoll, wie man so eine Menstruationstasse einführt. Alles Liebe und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Ciao.